Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wieder mal ein Video, das es eigentlich nicht geben sollte, denn ich habe heute ein Neuzugänge-Video für euch. Ja, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich die 5-Books-Challenge mache und dementsprechend eigentlich gesagt hat, dass es gibt keine Neuzugänge-Videos in nächster Zeit. Ich werde euch die 1, 2, 3 Bücher einfach im Lesemonat zeigen, aber ja, hier hat sich doch noch ein bisschen was angesammelt. Es sind tatsächlich noch Bücher aus dem Januar dabei, es sind Bücher aus dem Februar dabei und ich hatte ja schon angekündigt, dass der März ganz übel wird und dass im März ganz, ganz viele Bücher bei mir einziehen werden, weil einfach viele Bücher schon quasi vorbestellt, angefragt waren seit der Frankfurter Buchmesse und da wusste ich ja noch nicht, dass ich die 5-Books-Challenge mache und ich habe gemerkt, ich habe gar keinen Überblick darüber gehabt, was ich eigentlich alles bekomme. Dementsprechend sind hier diesen Monat schon 5 Bücher eingezogen und ich weiß, es werden noch mehr kommen. Und dann ist ja auch noch die Messe, also die Leipziger Buchmesse am Ende des Monats. Und ja, es ist einfach so. Wir werden am Ende des Monats mal schauen, wie viele dann letztendlich tatsächlich zu viel sind. Und dann müssen wir uns halt was überlegen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit den Büchern aus dem Januar, die noch übrig waren. Die ich kurz, ich glaube einen Tag nachdem ich das letzte Neuzugänge-Video gedreht habe, sind die noch angekommen, weil ich nicht mehr dran gedacht habe. Und ja, als erstes ist noch ein Hörbuch bei mir eingezogen und zwar von Veronica Ross, Rat der Neuen, gezeichnet. Das neueste Werk von Veronica Ross habe ich bereits auch schon gehört. Dazu wird es demnächst auch eine Rezension geben. Deswegen sage ich dir auch gar nicht viel. Das ist so eine, ja, Sci-Fi-Dingensbums. Nein, nicht Sci-Fi. Wie heißt das? Science-Fiction. Also es ist sehr Science-Fiction-mäßig angehaucht, dieses Hörbuch. Und ja, das ist der erste Teil von 2 Teilen und wenn es euch näher interessiert, schaut mal in der Infobox, da verlinke ich es euch, da könnt ihr euch den Inhalt genauer durchlesen. Ich denke aber mittlerweile weiß einfach jeder, worum es in diesem Buch geht. So, dann ist bei mir ein 4. Teil eingezogen. Ist das der 4.? Ich glaube, es ist der 4. Ja, doch, es müsste der 4. sein. Und zwar von Nalini Singh ist eingezogen, Rock Kiss, ich will alles von dir. Nein, das ist der 3. Der 4. ist jetzt gerade rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Ich habe auf jeden Fall den 2. jetzt gelesen und ich wollte gerne noch einen auf Puffer haben. Deswegen habe ich mir den noch schnell geholt, bevor die 5-Books-Challenge anfängt. Weil ich ja auch gerade total in so New Adult und was weiß ich, Stimmung bin. Und die gerade zwischendurch sehr gerne weglese. Und deswegen habe ich mir gedacht, muss noch dieser Band einziehen, damit ich da wenigstens einen auf Reserve habe. Und dann wenn ich Bock drauf habe, da weiterzulesen, das auf jeden Fall tun kann. Und dann ist noch ein Buch bei mir eingezogen, das ich verzweifelt in allen möglichen Buchläden gesucht habe. Und das gab es einfach nirgends. Weil die Jessie mich damit so ein bisschen angefixt hat. Ich habe das schon vorher auch öfters in der Hand gehabt, war mir aber immer unsicher. Und dann, ja, nachdem die Jessie so davon geschwärmt hat, muss ich es unbedingt haben. Habe es dann, wie gesagt, nicht gefunden. Dann habe ich es mir doch bestellt. Und zwar Herz aus Gold und Asche von Katja Amon. Und ich hatte hier auch noch gewartet. Ich hatte die Jessie tatsächlich gefragt, worum es geht, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es vielleicht um Feen oder irgend sowas geht, was ich überhaupt nicht mag. Sie hat es mir dann verraten und ja, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Es ist übrigens, das habe ich selbst nicht gemerkt, ein kleiner Hinweis drauf, worum es geht. Falls es euch auch interessiert. Ich werde es euch nicht verraten, aber vielleicht könnt ihr es euch jetzt denken. Und ja, sie hat gesagt, es ist auf jeden Fall was anderes und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und möchte das auch eigentlich ganz gerne ganz bald lesen. So, dann kommen wir zu den Büchern, die im Februar bei mir eingezogen sind. Und zwar ist als erstes bei mir eingezogen, das war dann sozusagen mein Joker-Buch im Februar, nämlich von Rhiannon Thomas, Ewig, wenn Liebe erwacht. Das ist dieses hier. Habe ich auch nicht mehr dran gedacht, wenn ich ehrlich bin. Und ja, aber ich bin sehr gespannt. Da geht es ja um die Geschichte, nachdem quasi Dornröschen wach geküsst wurde und ob das eigentlich alles so geil war und ob sie das eigentlich alles so will. Will sie jetzt einen komischen Prinzen eigentlich heiraten, nur weil er sie geküsst hat und wieder aufgeweckt hat und so. Ich bin da sehr gespannt drauf und ich glaube, das wurde im Amerikanischen auch ziemlich gehypt. Und ja, ich freue mich da schon drauf.
Dann ist bei mir eingezogen Last Year's Mistake von Gina Chioccia. Jetzt keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Und hier geht es um Kelsey und um David. Und die beiden sind beste Freunde. Genau, und dann plötzlich ist aber mehr als Freundschaft, doch durch irgendwelche Missverständnisse, verletzte Gefühle und so weiter entfernen sie sich voneinander und dann treffen sie sich halt ein Jahr später wieder an einer neuen Schule. Und ja, plötzlich ist alles wieder genauso wie vorher. Ja, viel mehr steht da auch nicht drauf. Ich bin gespannt, was das bereithält. Auch dazu wird es dann eine Rezension geben, wenn ich es gelesen habe. Und als letztes ist dann bei mir noch eingezogen im Februar, weil ich es unbedingt haben musste, von Mary E. Pearson, Der Kuss der Lüge, die Chroniken der Verbliebenen. Ich denke, auch hier weiß einfach jeder, worum es geht und jeder hat das Buch mindestens schon 1000 Mal gesehen. Und ja, bei mir ist es eingezogen. Hier geht es ja irgendwie um eine junge Prinzessin. Jetzt piepst der Ofen, ich bin sofort wieder da. Das war jetzt eigentlich auch ganz praktisch, weil der Akku hat nämlich schon geblinkt. Ich habe jetzt den Akku angeschlossen. Jetzt habe ich hier das Kabel rumhängen. Ihr seht das nicht, aber ich hoffe, ich verfange mich da jetzt nicht drin. So, ja, genau. In Der Kuss der Lüge geht es um eine junge Prinzessin, die irgendwie wegläuft. Und genau, die soll irgendwie heiraten, dann flieht sie aber. Und lernt dann zwei junge Männer kennen, die ihre Aufmerksamkeit erregen. Und der eine davon ist ausgesandt worden, um sie umzubringen. Und der andere ist der Prinz, den sie heiraten soll. Sie weiß aber nicht, wer wer ist. Und ja, es wird ja auch wahnsinnig gehypt. Und deswegen möchte ich es auch gerne lesen und mir dann meine eigene Meinung bilden. Und viel mehr sage ich dazu jetzt auch nicht mehr. So, dann kommen wir zu den Büchern aus März, die bereits bei mir eingezogen sind. Und zwar ist zum einen eingezogen, und da freue ich mich auch schon mega drauf, und zwar von Laura Kneidel ist bei mir eingezogen Water and Air aus dem Carlsen Verlag. Ich habe ja Light in Darkness von Laura Kneidel geliebt. Und als ich gesehen habe, das kommt raus, musste ich es unbedingt haben. Und hier geht es irgendwie um eine Welt, in der die Meeresspiegel angestiegen sind und die Menschen leben jetzt in so Blasen irgendwie, also Kuppeln, entweder in der Luft oder unter Wasser. Und es geht hier um Kenzie. Und Kenzie ist 18, hat aber noch nie in ihrem Leben die Sonne gesehen. Und ja, so beschließt sie, in eine Luftkolonie umzusiedeln, weil sie ist in einer Wasserkolonie aufgewachsen. Und möchte dort neu anfangen, dann wird sie aber plötzlich Hauptverdächtige in einer Mordserie. Und der Einzige irgendwie, der noch zu ihr hält, ist der geheimnisvolle Callum. Und ja, den beiden droht dann irgendwie große Gefahr und irgendwie lastet plötzlich das Schicksal der gesamten Kolonie auf ihren Schultern. Ja, wir werden sehen, wie es sein wird, aber ich bin überzeugt davon, dass es sehr gut werden wird. Dann ist bei mir eingezogen gestern von Colleen Hoover, nächstes Jahr am selben Tag. Auch da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Ich habe jetzt gerade Hope Forever beendet und ja, ich habe richtig Lust, noch ein weiteres Colleen Hoover Buch zu lesen. Ich habe aber keins mehr hier, außer halt Looking for Hope. Also ich habe weder Maybe Someday noch Love and Confess oder Zurück ins Leben geliebt. Keins davon besitze ich, aber jetzt besitze ich dieses und kann es ganz bald lesen und ich bin sehr, sehr gespannt und ja, ich freue mich drauf. Achso, hier geht es um Ben und um Fallon, die sich mit 18 Jahren in Los Angeles kennenlernen, aber ausgerechnet an dem Abend, bevor Fallon nach New York zieht. Und die beiden beschließen sich nun irgendwie 5 Jahre lang immer am selben Tag im November zu treffen und dann geschieht irgendwas Unerwartetes. Wir werden sehen. Wir wissen es nicht, was passiert. Das müssen wir lesen. So, dann ebenfalls ein Buch, eigentlich alle Bücher, die noch eingezogen sind, habe ich mich sau drüber gefreut. Und zwar auch sehnsüchtig erwartet von Sophie Jordan, Königreich der Schatten, die wahre Königin. Ich bin so heiß auf dieses Buch, das glaubt ihr gar nicht. Ich liebe ja die Bücher von Sophie Jordan. Ich finde die ja großartig, Infernale und die Firelight-Trilogie.
Ich habe von Sophie Jordan auch noch das eine. Heißt das? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dieses Young Adult Buch habe ich auch noch von ihr. Das habe ich noch nicht gelesen. Und hier geht es irgendwie um eine junge Prinzessin, beziehungsweise, nein, um ein junges Mädchen, das in einem Land lebt, nämlich in dem Reich Relhok. Und ja, sie ist quasi, genau, es geht um Luna. Luna heißt sie so, das war's. Sie wird halt von einem Verräter versteckt gehalten, damit das ganze Reich denkt, dass sie tot ist, denn sie ist eigentlich die wahre Königin dieses Reiches. Und der König, der momentan auf dem Thron sitzt, hat sich halt diesen Thron unrechtmäßig sozusagen erschlichen. Und ja, sie muss dann aber fliehen und unterwegs trifft sie dann Fowler, einen Waldläufer. Was auch immer ein Waldläufer ist, das werden wir erfahren. Und ja, nicht mal ihm darf sie sagen, dass sie eigentlich die wahre Königin ist. Und ja, wer steht da nicht? Aber ich mag die Bücher von Sophie Jordan. Ich finde das Cover so wunderschön. Deswegen, auch darauf bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. So, dann ist bei mir eingezogen ebenfalls eine wahre Schönheit, nämlich von René Adi, Rache und Rosenblüte. Blüte? Ja, doch Blüte. Nicht Blüten, Blüte. Und das ist der zweite Teil zu Zorn und Morgenröte. Ich denke, auch das werden die meisten kennen. Hier geht die Geschichte von Schahzad und dem Kalifen nun weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Der erste Band hat mich ja nicht hundertprozentig überzeugt. Ich muss sagen, ich fand 1000 Nächte aus Sand und Feuer, heißt es so? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Wo steht es? Ich sehe es nicht. Ich sehe es gerade nicht. Auf jeden Fall, das. Ich glaube, doch, ich glaube, es heißt 1000 Nächte aus Sand und Feuer oder aus Feuer und Sand. Irgendwie so. Fand ich tatsächlich einen Ticken besser. Also mir persönlich hat es besser gefallen, den meisten anderen hat Zorn und Morgenröte besser gefallen und mir hat das andere besser gefallen. Ich weiß nicht. Und aber ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt, wie es hier weitergehen wird. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe noch zwei E-Books, die ich vergessen habe. Verdammt. Die sind nämlich auch noch Ende Januar bei mir eingezogen. Aber machen erst noch das letzte normale Buch. Und zwar ist bei mir noch eingezogen von Heidrun Wagner aus dem Oettinger 34 Verlag. In deinem Herzen. Der dritte und letzte Band der Trilogie von Heidrun. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es hier mit Zoe ausgehen wird, was noch passieren wird, wer dahinter steckt, was noch so alles aufgeklärt wird. Und ja, freue ich mich schon sehr drauf. Und diese Bücher lassen sich ja super, super, super schnell weglesen. Aber ich denke, die kennt mittlerweile auch jeder. So, genau. Dann ist noch bei mir eingezogen Ende Januar. Zum einen ist von T.M. Frazier, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ist noch Lawless eingezogen aus dem Lux Verlag. Das Cover blende ich euch ja mal hier ein. Hier, das ist eigentlich ein dritter Teil, also mehr oder weniger ein Spin-off zu der King-Reihe von der Autorin. Hier geht es um Bear, der in dem Motorradclub die Beach Bastards ist und ja, er ist aber ausgestiegen und ist jetzt sozusagen der Todfeind Nummer 1 dieser Gang und er hat früher einem kleinen Mädchen ein Versprechen gegeben, das er eigentlich nie vorhatte einzulösen und ja, als dieses kleine Mädchen Jahre später als junge sexy Frau wieder auftaucht, bringt sie so einige Probleme mit und bittet Bear um Hilfe. Gemeinsam müssen sie dann irgendwie das hinkriegen. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich bin gerade dabei, es zu lesen, wobei ich sagen muss, bisher kann es mich noch nicht zu hundertprozentig überzeugen. Und zum anderen ist bei mir noch eingezogen Chosen. Cover blende ich euch auch einmal ein. Ich weiß die Autorin gerade nicht, die fällt mir gerade nicht ein, aber ihr könnt sie einfach lesen. Es ist ja hier. Und hier geht es ja um diese Leibwächtersache irgendwie, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin. Wahrscheinlich bin ich völlig falsch. Nein, das war das Diabolic. Was war denn Schusen nochmal? Krieg's nicht mehr auf die Kette. Ich hätte es mir vorher nochmal durchlesen sollen, aber ich habe dir ja, wie gesagt, es ist mir gerade eingefallen, dass ich die vergessen habe. E-Books vergesse ich immer sehr leicht, das ist immer sehr ärgerlich.
Egal, ich verlinke es euch in der Infobox, falls ihr es nicht in meinen Neuerscheinungen schon gesehen habt. Wenn nicht, könnt ihr da auch nochmal vorbeischauen, da erzähle ich euch, worum es geht. Ich habe es jetzt leider tatsächlich verdrängt, aber ja, passiert nun mal so. Und ja, das waren die Bücher, die bei mir eingezogen sind, von Januar bis Mitte März. Ich freue mich über jedes einzelne, auch wenn ich wahrscheinlich Ende des Monats ein leichtes Problem kriegen werde. Aber na gut, es ist nun mal so, ich will, würde sie um nichts auf der Welt zurückgeben. Ich möchte sie alle unbedingt lesen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch so eingezogen ist, was davon ihr schon gelesen habt oder auch lesen wollt. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!